Dass Katzen zu den wirklich intelligenten Lebewesen gehören, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Doch wie steht es eigentlich um das Gedächtnis unserer Samtpfoten? Können sich Katzen an Ereignisse aus ihrer Vergangenheit erinnern? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Speichern sie vielleicht Bilder vor ihrem inneren Auge ab oder passiert das Ganze eher unbewusst? Alles rund um die Erinnerungen unserer Fellnasen erfährst du jetzt in diesem Video. Das Gedächtnis unserer Samtpfoten. Ähnlich wie unser Gedächtnis ist auch das unserer Miezen jeweils in ein Kurzzeit- und ein Langzeitgedächtnis eingeteilt. Ein Teil dieses Langzeitgedächtnisses ist das episodische Gedächtnis, in welchem individuelle Ereignisse und Erfahrungen, sowohl positive als auch negative, aus dem Leben der Katze abgespeichert werden. Futteraufnahme. Im alltäglichen Leben geht es dabei vor allem um eins: Fressen. Da die ständige Suche nach der Nahrung für Katzen in der freien Natur überlebenswichtig ist, speichern sie alles ab, was auch nur im Entferntesten mit Futter zu tun hat. Das kann man insbesondere bei Straßenkatzen gut beobachten, denn auch bei ihnen geht es ums blanke Überleben. Diese Katzen merken sich darum sehr schnell die besten Futterplätze, bei denen sie sich sicher sein können, regelmäßig an Futter zu gelangen. Auch wenn unsere Hauskatzen nie wirklich unter Hunger leiden, funktioniert ihr Hirn ähnlich. Deshalb speichern sie in ihrem episodischen Langzeitgedächtnis ganz genau ab, zu welcher Zeit der Napf von ihrem Menschen mit Futter gefüllt wird. Räumliches Gedächtnis. Deine Katze hat natürlich auch ein räumliches Erinnerungsvermögen, sodass sie ganz genau weiß, wo Futternapf, Katzentoilette, Kratzbaum und andere wichtige Utensilien stehen. Besonders bei Freigängerkatzen lässt sich sehr gut beobachten, dass sie innerhalb kürzester Zeit verstanden haben, wo die Katzenklappe oder gar eine Leiter ist, um wieder ins Haus zu kommen. Selbst nach kilometerweiten Ausflügen im Freien wissen sie ganz genau, wo sich ihr Zuhause befindet, weshalb sie auch immer wieder zurückkehren. Schließlich ist in der Erinnerung deiner Katze abgespeichert, dass es dort nicht nur Futter gibt, sondern sie sich auch in Sicherheit und wohliger Wärme zurückziehen kann. Freund und Feind. Nicht nur was das Fressen angeht, können sich unsere Miezen gut erinnern, sondern auch an weitere Informationen rund um ihr Revier. So weiß deine Katze bei der nächsten Hundebegegnung aus der Vergangenheit ganz genau, ob dieser ihr gefährlich wird oder eher harmlos ist. Ebenso geht es ihr mit den Artgenossen, denn Katzen behalten schlechte Erfahrungen mit anderen Katzen sehr gut in Erinnerung und gehen diesen dann lieber sofort aus dem Weg, anstatt einen Streit anzuzetteln. Zumindest dann, wenn sie zuvor den Kürzeren gezogen hatte. Erinnerungen an Menschen. Wie geht es unseren Fellnasen mit uns Menschen? Erkennen diese auch nach längerer Abwesenheit von mehreren Wochen, Monaten oder gar Jahren einen Menschen wieder? Sicher kennst du auch eine solche Situation mit deiner Katze, wenn du zu Hause Besuch von jemandem aus der Familie bekommst, den du schon lange nicht mehr gesehen hast oder der nur selten bei dir vorbeischaut, sich deine Katze aber dennoch an diese Person erinnern kann. Gerade wenn es sich um die eigenen Kinder handelt, kommt es nicht selten vor, dass die Mieze sofort um diese herumschleicht und gestreichelt werden will. Es scheint, als vergessen Katzen die Personen, mit denen sie aufgewachsen sind, nie. Insbesondere dann, wenn deine Mieze die Erinnerungen an die Person mit etwas Positivem verknüpft, wie zum Beispiel viele gemeinsame Kuschelstunden, wird sie sich das wieder ins Gedächtnis rufen und darum sofort auf den Menschen zugehen, ganz egal, wie lange das letzte Zusammentreffen schon her ist. Doch nicht nur positive Erinnerungen bleiben Katzen im Gedächtnis. Auch an negative Erlebnisse mit Menschen können sie sich nur allzu gut erinnern. Wurde sie von einer bestimmten Person schlecht behandelt, sei es durch Anschreien oder gar körperliche Gewalt, wird sie beim nächsten Kontakt mit dieser Person schnell das Weite suchen und sich in ein sicheres Versteck verkriechen, aus Angst, dass ihr das Gleiche wie damals noch einmal passiert. Auch wenn es für ein Kind früher nur Spaß war, der Katze am Schwanz zu ziehen, so kann sie sich noch sehr gut daran erinnern. Ist das die letzte oder stärkste Erinnerung deiner Katze, wird sie sich schleunigst verkriechen, wenn das Kind später als Erwachsener zu Besuch kommt. Leider kann die permanente Konfrontation mit einem Menschen, der der Katze in der Vergangenheit etwas Gemeines angetan hat, zu einer Angststörung führen. Darum ist es, wenn du Kinder hast, wichtig, dass du sie schon frühzeitig für den richtigen Umgang mit Katzen sensibilisierst. Erkennen Katzen ihre Halter? Viele glauben, einer Katze ist es vollkommen egal, wo sie lebt. Hauptsache, es ist jemand da, der ihr jeden Tag eine Dose mit leckerem Katzenfutter öffnet. Doch stimmt das wirklich? Können Katzen ihren Halter erkennen und ihn von anderen Menschen unterscheiden? Das beste Beispiel, das unseren Katzen sehr wohl bewusst ist, wer ihr Halter ist, ist die Situation, wenn die Katze im Urlaub von einer anderen Person versorgt werden muss. Oft erzählen die Tiersitter hinterher, dass die Mieze schlecht gegessen hat, sich immer nur versteckt hat und sich nicht mal mit einem Leckerli hat rauslocken lassen.
Kaum ist ihr Mensch wieder aus dem Urlaub da, ist die Welt wieder in Ordnung und die Katze verhält sich nach kurzer Zeit wieder so, als sei nichts gewesen. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass Katzen sich sehr wohl an ihre Halter erinnern können und diesen sofort wiedererkennen, wenn dieser nach einem zweiwöchigen Urlaub wiederkommt. Es ist ihnen also nicht egal, wer sie versorgt, weshalb sie bei einem fremden Menschen erstmal misstrauisch sind und sich oft gar nicht mehr aus ihrem Versteck trauen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel, dass Katzen ihre Halter auch nach langer Zeit wiedererkennen, ist die Geschichte des Löwen Christian, welcher damals von zwei Australiern liebevoll großgezogen wurde. Irgendwann wurde der Löwe zu groß und ist in einem Wildpark ausgewildert worden. Als die beiden Australier den Wildpark ein Jahr später besuchten, begrüßte er die beiden voller Freude, da er sich scheinbar auch nach einem Jahr noch bestens daran erinnern konnte, wer sich damals um ihn gekümmert hat. Ein Experiment von japanischen Wissenschaftlern zeigt zudem eindeutig, dass Katzen ihre Halter sogar ausschließlich an der Stimme erkennen. Dabei wurden den Katzen verschiedene Stimmen vorgespielt, doch bei der Stimme ihres Halters reagierten die Samtpfoten viel deutlicher als bei allen anderen Stimmen. Schlechte Erinnerungen. Wurde deine Katze in der Vergangenheit misshandelt oder vernachlässigt, hat sich dieses Verhalten für den Rest ihres Lebens ins Gedächtnis gebrannt. Wenn du deine Katze vom Tierschutz adoptiert und nicht von klein auf bei dir aufgezogen hast, wirst du vielleicht nie genau wissen, was sie im Leben möglicherweise schon für negative Erfahrungen machen musste. Solche Katzen bleiben oft dauerhaft ängstlich oder sind selbst durch absolut harmlose Situationen schnell gestresst. Es ist schwer, das Vertrauen zu solchen Katzen zu gewinnen und bedarf viel Geduld und Fingerspitzengefühl. Leider gibt es immer wieder Menschen, die Tieren Schlimmes antun, ohne darüber nachzudenken, was das für das Tier bedeutet. Denn besonders Katzen sind extrem sensible Wesen. Wer also denkt, er könnte seine Katze doch ab und zu ein bisschen ärgern oder sie bei Fehlverhalten lautstark tadeln, der braucht sich nicht zu wundern, wenn die Mieze irgendwann nichts mehr von ihm wissen will. Manche glauben zwar, die Katze vergisst das ohnehin wieder, doch das ist schlichtweg falsch. Vor allem schlechte Erfahrungen bleiben lange im Gedächtnis einer Katze. Und so kann es passieren, dass es Katzen gibt, die nie wieder Vertrauen zu einem Menschen fassen können. Wie erinnern sich Katzen? Katzen sind durchaus in der Lage, Erinnerungen aus der Vergangenheit wieder abzurufen und auch dementsprechend zu reagieren. Doch was genau speichert deine Mieze dabei eigentlich in ihrem Gedächtnis ab? Eine genaue wissenschaftliche Antwort gibt es darauf bis heute noch nicht. Es wird einerseits vermutet, dass Katzen bestimmte Geräusche, Gerüche, Stimmen sowie optische Merkmale eines Menschen bewusst im Gedächtnis abspeichern und sich beim erneuten Kontakt mit den ihr bekannten Gerüchen, Lauten und Merkmalen ganz genau an diese Person erinnern können. Andererseits könnte es auch sein, dass bei deiner Katze die Speicherung dieser Merkmale komplett unbewusst geschieht und sie beispielsweise bei einem ihr bekannten Duft spontan auf den Menschen reagiert, ohne dass sie eine bewusste Erinnerung an diese Person hat. Wie genau unsere Samtpfoten Dinge speichern und sich wieder ins Gedächtnis rufen, wird wohl noch für lange Zeit ein Rätsel bleiben. Aber jetzt, wo du weißt, dass sich unsere Fellnasen sehr gut an das meiste aus ihrem Leben erinnern können, solltest du unbedingt darauf achten, deiner Katze niemals weh zu tun. Damit das nicht passiert, klicke jetzt links, um dir in unserem Video anzusehen und zu erfahren, mit welchen Verhaltensweisen du deine Katze emotional verletzt. Oder möchtest du wissen, welche 5 Dinge deiner Katze das Herz brechen? Dann klicke jetzt rechts und schau dir unser Video dazu an. Oder willst du wissen, was deine Katze denkt, wenn du sie sanft streichelst? Klick auf das Bild rechts und finde es heraus.